Auf Anhieb funktionieren kann wahrscheinlich kein Team. Man muss sich erst mal kennenlernen und das kann einem niemand einfach so erklären. Das müssen wir selbst herausfinden. Und das war eine Riesenerfahrung. Wir versuchen einen Nullflügler zu bauen, der sich steuern lässt durch die Außenseite vom Flügel, eine kontinuierliche Verformung statt einer diskreten Verformung. Wenn der Pilot einen Input gibt, sie bewegen insgesamt 6 Servos und für ja, sie bewegen 2 Servos in die Winglets. Der Flügel muss halt immer noch steif genug sein, also er darf nicht flattern, aber er muss sich halt trotzdem auslenken können und da muss halt eine schöne Balance oder ein schöner Mittelweg gefunden werden, um beides zu erreichen. Also wir haben uns für einen Carbon Fiber Reinforced Polymer entschieden, also für eine Carbonhaut. Hohe Steifigkeit, hohe Festigkeit, sehr tiefes Gewicht. Nachteile sind vor allem die Kosten, dass sehr viel Handarbeit drin steckt, aber das ist bei uns weniger ein Problem, da wir auch die Handarbeit stellen so quasi. Wir verwenden Prepregs, das sind pre-impregnated fibers. Diese Lagen platzieren wir dann in den gefrästen Formen. Diese haben wir vorhin noch gut geschliffen und versiegelt, damit eine gute Oberfläche entsteht. Und mit diesen Formen gehen wir in einen Vakuumsack und ziehen das Vakuum. Und als letztes kommt das Ganze in den Autoklaven, wo es bei hohen Temperaturen und hohem Druck ausgehärtet wird. Ich werde mit Hilfe einer Onboard-Kamera fliegen. Da kann ich das Video direkt sehen und es fühlt sich so an, als wäre ich im Flugzeug. Wobei wir haben natürlich noch einen Safety-Pilot, der jederzeit Line of Sight übernehmen könnte, falls die Technik ausfällt. Ich finde, es ist eine Sache, wenn man die Sachen in der Theorie versteht. Am Schluss vom Tag muss man das wirklich umsetzen und das ist die große Kunst. Ich glaube, das lernt man hier ganz gut in dem Projekt. Das Projekt ist auf jeden Fall schon ein Erfolg. Die Begeisterung der ganzen Gruppe hat dazu geführt, dass eine sehr, sehr schöne, elegante Lösung entstanden ist. Eine perfekte Verschmelzung von Technik, Funktionalität und Design.